Abschied nehmen, hieß es für mehr als 200 Fans in der Nebenhalle der Arena Trier. Das Team der Trierer Basketballer hatte zu einer Abschiedsparty eingeladen. Jede Menge Autogramme, ein Plausch mit den TBB-Profis oder ein Freiwurfspiel, bei dem die hauptsächlich jungen Besucher ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten, standen auf dem Programm. Viele Tipps und Tricks, Beifall und Aufmunterung gab es von Jamal Schuler und Chris Copeland für ihre Fans. In Interviews mit Spielern, Trainer und Manager ließ Hallensprecher Christian Schmidt die Saison noch einmal Revue passieren. Er erinnerte an die schönen Momente, aber auch an die bitteren Niederlagen. Die wichtigste Frage an diesem Abend: Welcher der Spieler kommt wieder nach Trier zurück? Und wer verabschiedet sich für immer? Publikumsliebling Christian Hoffmann erklärte die Chance, dass er wiederkommt, so. Das steht noch überhaupt nicht fest. Es wird sich allerdings in den nächsten ein, zwei Wochen definitiv entscheiden. Gut, ich hatte dieses Jahr halt einfach hier nicht viel Spielzeit und so weiter und müssen klären, ob sich das nächstes Jahr sozusagen ändern würde für mich oder ob es nicht für mich selber besser wäre, wenn ich in einem anderen Verein bin, wo ich mehr Spielzeit habe. Das hängt ganz alleine davon ab. In Trier gefällt es mir sehr, sehr gut. Hier ist alles außenrum einfach perfekt. Auch mit den Trainern verstehe ich mich sehr, sehr gut. Die machen eine super Arbeit. Die Manager, alles, wie gesagt, die Halle, die Fans. Deswegen, ich würde sehr ungern gehen, auf jeden Fall. Aber das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen klären, was Sache ist. Jetzt geht es für die Profis der TBB erstmal in den Urlaub in die jeweilige Heimat. Kapitän James Gillingham will den Sommer zum Beispiel mit viel Golfspielen verbringen. Auch bei ihm steht noch nicht fest, ob er zur neuen Saison wieder in Trier ist. Center Maxim Stein steht hingegen ein ganz besonders spannender Sommer bevor. Der 29-Jährige verriet Volksfreund.de, dass er bald zum ersten Mal Vater wird. Das heißt, dass meine Frau schwanger ist und irgendwann mal spät im Sommer, wir hoffen, dass unser Baby kommt. In einem waren sich alle TBB-Spieler einig. Ohne ihre Fans und die Unterstützung durch die Arena-Besucher wäre die Saison nicht so erfolgreich verlaufen. Christian Hoffmann und James Gillingham hatten ihren Fans deshalb noch etwas zu sagen. Ich möchte mich definitiv auf jeden Fall, egal ob ich jetzt weiter hier sein werde oder nicht, für die letzten zwei Jahre bedanken. Das war wirklich grandios hier, wie wir unterstützt wurden, wie ich unterstützt wurde, wie ich hier aufgenommen wurde in der Stadt, in der Halle, alles. Wie gesagt, dafür möchte ich wirklich von ganzem Herzen nochmal Danke sagen. To the fans, easy, vielen Dank, vielen Dank. Ich liebe dich, I love you guys. So enjoy your summers, enjoy the sun, enjoy Trier in Germany and we'll see what happens.